die Bäckerei Geier. Und Erika Geier hat beim Ursprungstermin nicht gekonnt und ich habe wirklich geschaut, verschieben wir das noch einmal. Danke auch für die Flexibilität. Erika, ihr seid eine Großbäckerei, ja, es ist ein Hand-in-Hand-Werk. Es ist was, wo viele Hände noch mitspielen, wo viele Dinge logistisch super geplant sind. Ihr übernehmt auch Bäckereien, die keine Zukunft hätten, also die schließen würden. Das sind so wichtige Begegnungsräume im ländlichen Raum. Und ihr habt wirklich Engagement, das absolut begeistert. Wo ich mir oft frage, ja, wo ist euer Wofür, wo ist der Antrieb, sowas zu machen? Ich glaube, mit 450 Mitarbeitern. Und die Cafés sind auch anders. Das ist, wenn du da reingehst, und ich habe einige gefragt, die Bäckerei Geier kennen, ja, da ist was anders und ihr macht auch das sehr viel selber, glaube ich, auch die Planung etc. Was ist euer Erfolgsgeheimnis, liebe Erika? Es gibt ja zwei, Erika, du, wo du Öffentlichkeitsarbeit, Marketing machst, Außenkommunikation, und Gerald, der Bäckermeister ist, also der dieses tolle Handwerk macht und ja, ihr tolle Symbiose seid mit einem super Team, einige kenne ich. Erika, magst du uns deine Erfolgsgeheimnisse kurz sagen oder deine Sicht zu dem Ganzen? Also herzlichen, schönen guten Abend vorweg einmal. Wir sind keine Großbäckerei, wir sind ja ein mittelständischer Betrieb und wir sind schon in der vierten Generation. Das heißt, unsere Familie macht das schon ganz, ganz lang. Und generell glaube ich, dass so das Thema Familienbetrieb auch noch einmal Spur mehr an Menschlichkeit mitbringt. In Summe gehört ganz, ganz viel dazu und es gibt nie ein Erfolgsrezept. Ja. Mein Mann und ich haben im Jahr 2000 übernommen von meinen Schwiegereltern und haben wir damals schon festgelegt, wir wollen unser Unternehmen mit Herz, Hirn und Handschlagqualität führen. Das sind Werte, die haben damals gegolten und die gelten auch heute. Die Handschlagqualität ist verlässliche in Hinsicht auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, das heißt Respekt miteinander, Ehrlichkeit, sich aufeinander verlassen können, wird immer wichtiger. Das Service gehört aber auch für Lieferanten. Ganz toll, was der Herr Professor Hütter ja auch schon erwähnt hat. Wir haben im Jahr 2000 dann auch schon begonnen, unser Getreide vor allem regional zu beziehen, was damals gerade, also wir sind aus dem Weinviertel, nicht aus dem Waldviertel, nichts ganz selbstverständlich war. Bei uns im Marfeld ist die Landwirtschaft sehr groß strukturiert. Das heißt, natürlich ist es einfacher gewesen, das an eine Mühle weiter zu verkaufen, das Getreide, als das an direkt über einen Händler an einen Bäcker zu verkaufen, ist uns aber auch damals schon gelungen und mittlerweile haben wir 80% unserer Rohstoffe aus einem Umkreis von 50 Kilometern und das großteils mit langjährigen Partnerschaften, also auch da die Handschlagqualität. Und da gibt es so viele sinnstiftende Elemente, glauben wir, die letztendlich dann auch einem Mitarbeiter, der bei uns landet und das dann auch alles einmal sieht und versteht, wichtig ist, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit, ja. Also den größten Teil meines Lebens verbringe ich in der Arbeit. Und das, was ich mache, war immer meine Grundüberzeugung, auch die meines Mannes, muss grundsätzlich Freude machen. Es wird nicht jeden Tag alles toll sein, aber je mehr sinnstiftende Elemente auch dahinter stehen, desto eher wird man in die Richtung kommen. Dann sind unsere Zutaten natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Handarbeit ist was ganz Besonderes. Da ist uns wichtig. Wir haben jetzt im Jahr 2000, also mitten in Corona, sind wir mit den Bauern von neuen Backstube fertig geworden. Da schaut es sehr technisch aus. Aber alles, was wesentlich ist für die Qualität, wird nach wie vor mit Hand hergestellt. Und die Technik ist dafür da, dass wir die schwere körperliche Arbeit bei unseren Bäckern reduzieren können und damit ihnen wieder mehr Zeit bleibt für das, was dann auch motivieren kann. Ja, gerade Rezepte sind ja zwar da, aber trotzdem ist das Produkt was Lebendes, was Lebendiges, wo die Temperatur nicht nur vom Wasser, sondern auch von der Luft und von den Mikroorganismen, die im Öl sind, abhängt. Und da gehört auch viel Zeit dazu, Geduld und Gefühl auch des Bäckers. Und dafür muss er Zeit haben, sind wir der Meinung. Und schwere körperliche Arbeit, das können auch Maschinen verrichten. Ja, dann geht es darum, was tun wir mit der Ware, die am Abend überbleibt. Wir wissen, Bäckereien, Lebensmittel, Supermärkte, es ist Ware am Abend über. Da ist uns ganz wichtig, dass das eine Weiterverwendung auch findet. Da arbeiten wir seit 15 Jahren mit der Wiener Tafel, die jetzt die Tafel Österreich ist, zusammen, die wiederum die Backwaren, die am nächsten Tag ja großteils nicht schlecht sind und noch sehr gut genießbar, an karitative Einrichtungen weitergeben. Mein Schwiegervater hat immer schon gesagt zu mir,
altes Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Ja? Und das sind halt ganz, ganz viele kleine Dinge, wo man und Schrauben, an die man laufend drehen kann und wo man dranbleiben kann, dass das, was man tut, einmal Sinn macht. Und dann das ist das Wesentliche noch, das Miteinander. Mir ist total gut gefallen, so miteinander umgehen, dass man einander mögen kann. Ja? Das ist ein ganz schöner Ausdruck. Und dazu passt ja dieses Ermutigen und Inspirieren. Nicht jeder kann alles, nicht jeder mag alles, aber man darf ihn dazu ermutigen und man darf auch schauen, dass man die Stärken der Mitarbeiter fördert. Man darf nicht von jedem erwarten, dass jeder alles perfekt macht. Und man darf ihn dort stärken, wo es ihm Spaß macht. Und was ganz Wesentliches noch zum Abschluss ist für uns immer, nicht nach Fehlern zu suchen, sondern nach Lösungen. Und auch wenn es Fehler passieren und es fängt dann an, aber der war es und der, mich interessiert das nicht. Ich sage immer, mich interessiert nicht, wer es war. Ja, mich interessiert das nur dann, wenn es etwas zur Lösung beiträgt. Ja. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und wo ich mich beim Sebastian nur anschließen kann, ist immer wichtig, wichtig ist, was du vorlebst. Ja? Und wir haben jetzt 350 Mitarbeiter und das Schwierige ist für mich immer, wie kriege ich das jetzt nach der zweiten Führungsebene, also die Mitarbeiter, die mich noch alle recht gut kennen, wie kriegen wir das auch immer weiter nach unten? Und das ist schon viel Anstrengung. Ja? Und da darf man ganz einfach nicht locker lassen. Also die Gruppe im engeren Umfeld mitzunehmen, ist wesentlich einfacher, als dann das auch noch weiter nach unten hinzukriegen. Und ja, vielleicht hat Davia auch Rezepte, deswegen tausche ich mir immer so gerne in der Ökonomie der Menschlichkeit aus, weil ich nehme jedes Mal irgendwas mit, wo ich mir denke, okay, ja, so kann es gehen und so können wir auch da alle Mitarbeiter noch besser erreichen. Ich glaube, Wissenstransfer ist ganz entscheidend wichtig. Wir haben sowas wie Freudeabend, wo man sagt, wie geht's dir mit der Freude, mit dem gemeinsamen Anliegen? Was mich noch so fasziniert, bevor wir an den Professor Hütter weitergeben, es gibt Freundlichkeit und es gibt Freundlichkeit. Und ich stelle bei euch fest, vielleicht nicht immer, aber sehr, sehr oft, dass das eine innere Freude, dass das eine echte Freundlichkeit ist, dass ich mich als Subjekt, als Mensch willkommen fühle dort. Ich war in einigen Bäckereien. Wie gelingt euch das, dass da so eine intrinsische Motivation da ist von vielen Mitarbeitern? Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, aber das ist was, was man spürt. Und wir spüren auch, wenn irgendwann in Wahrheit nicht ins Team passt. Ja? Also wir probieren es zwar relativ lang, aber bei den Führungskräften ist ganz, ganz wichtig, dass die einfach selber gut drauf sind, dass auch ausstrahlen die Mitarbeiter, ehrlich fragen, wie es ihnen geht und ehrliches Interesse zeigen und nicht einfach, schwierig, ganz schwierig zu sagen, aber es ist ein Gefühl und das Gefühl muss ich weiter übertragen. Ich habe mich das letzte Mal so gefreut, ich war in einem Geschäft für uns, und wo ich schon länger nicht war, und stehe vor der Vitrine und höre, wie ein Kunde zur Mitarbeiterin hinter der Vitrine sagt, na super, heute ist die Chefin da, ne? Wie wird das jetzt? Und sie sagt, na, bei uns ist es nicht so. Wir melden uns alle und wir arbeiten wirklich zusammen miteinander. Ich mache mir da keine Sorgen, wenn die Chefin kommt. Und das war so eines der schönsten Erlebnisse der letzten 10 Jahre, ja, das mitzuhören. Gerald, bitte. Das ist einfach richtig schön, das mitzuhören. Liebe Erika, das gefällt mir richtig gut. Und das ist die Zukunftsmusik, über die wir reden. Und ich überlege die ganze Zeit, was das sein könnte, was dazu führt, dass diese Mitarbeiter, das sind sie ja nicht immer alle, aber viele, das spürt man dann, die strahlen von innen. Und das ist was anderes, als ein freundliches Gesicht zu machen und immer nur zu lächeln. Und wenn ich jetzt in den vielen Kontexten herumsuche, wo ich sowas erlebt habe, dass Menschen von innen strahlen, dann war das immer so, dass die das Gefühl hatten, dass das, was sie tun, sinnhaft ist. Also das, du kannst nicht diese innere Freude empfinden, wenn du etwas tust, was du nicht aus ganzem Herzen gerne tust, weil du weißt, das ist ein Beitrag, den du in die Welt trägst für andere Menschen. Also sonst bleibt das ja immer eine narzisstische, selbstgefällige Beschäftigung, die machst du nur für dich und für Geld. Und die Leute, die so unterwegs sind, das siehst du denen auch an, die sehen verbissen aus. Die haben dieses Offene nicht, dieses Freundliche, dieses mit sich selbst und der Welt Zufriedene.
Und wenn du solche Mitarbeiter um dich hast, dann muss das ja ein einziges Freudenfest sein, mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und dann werden auch ganz viele Ideen kommen, was ihr noch besser machen könnt, was ihr noch anders machen könnt. Dann kann man spielerisch ausprobieren, wie es anders gehen könnte, ohne gleich Angst haben zu müssen, dass man scheitert. Und deshalb könnte es sein, dass der Schlüssel für euer, nennen wir es mal, euer Mitarbeiterengagement, was ihr erlebt, tatsächlich dort zu suchen ist, wo wir das im Deutschen als Sinngebung des eigenen Tuns bezeichnen. Da kann es sein, dass Bäckerhandwerk so etwas in sich trägt. Also zum Beispiel Kriegshandwerk hat das nicht so sehr. Aber Bäckerhandwerk heißt ja immer, ich tue etwas, ich stelle etwas her für andere Menschen. Und da kann es sein, dass das, wenn ihr das den Mitarbeitern auch bewusst macht, also dass die nicht dort arbeiten, damit sie Geld verdienen, sondern weil sie mit euch gemeinsam die Menschen aus der Region versorgen wollen und das auch noch mit regionalen Produkten in einer wirklich guten Qualität, dann könnte ich mir vorstellen, sind die dann auch stolz, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und dann kriegst du Leistung als Nebeneffekt. Das ist ja vollkommen verrückt. Das ist doch eine idiotische Vorstellung, dass wir immer denken, eine Leistung kriegt man nur durch Druck. Und da müsse man viel Druck machen, damit man viel Leistung kriegt. Da komme ich dann immer mit diesem wunderschönen Beispiel von dem kleinen Jungen, der einen Turm baut. Musst du dir vorstellen, der ist jetzt so 4 oder so und baut jetzt mit Bauklötzen einen Turm. Der will doch nicht einen mittelhohen Turm bauen. Jeder Junge will den höchsten Turm. Das heißt, die Leistungsbereitschaft ist jedem Menschen innewohnend. Damit kommt er auf die Welt. Der will immer das so toll machen, wie es nur irgendwie geht. Aber wenn dann plötzlich der Vater nach Hause kommt und sagt, naja, schön, hast du ganz schön hoch gemacht, aber so richtig ist das nicht und das musst du hier noch anders machen und da noch anders machen und ich zeig dir es mal, dann ist diese Leistungsbereitschaft futsch. Da wird er zum Objekt väterlicher, narzisstischer Belehrungen gemacht. Und das führt dazu, dass er diese innere Motivation verliert. Und dann kriegst du die auch nicht mehr wieder hoch. Also dann kannst du da Belohnungen anbieten, dass der jetzt einen möglichst hohen Turm baut. Das wird immer nur noch mittelmäßig. Und deshalb glaube ich, es ist an der Zeit, in einer Ökonomie der Menschlichkeit, darauf zu achten, dass Menschen das, was sie tun, gern tun. Weil es immer bedeutend besser wird, als das, was sie nur deshalb tun, weil sie es tun müssen. Das sieht man ja sogar im Fußball. Also gestern gab es hier in Deutschland so ein wunderbares Spiel zwischen dem Drittligisten Saarbrücken und dem Champion Bayern München mit all seinen Stars. Und das haben die Saarbrücker gewonnen. Aber nicht, weil die besser spielen konnten, sondern weil die mehr Herzblut hatten. Die haben besser zusammengespielt. Da hat nicht jeder sozusagen Kraft seiner Wassersuppe da irgendwie mal ein bisschen das Bein hingehalten, sondern die haben als Mannschaft etwas zustande gebracht, was dieser ganze Bayern München in der Situation nicht zustande gebracht hat. Nämlich Zusammenspiel. Und das finde ich so schön, solche Beispiele dann auch selber sich anschauen zu können. Und wenn so etwas dann auch noch in den Unternehmen stattfindet, dann begreift man ja erstmal die Dimension. Es geht ja in Wirklichkeit nicht um Fußball, es geht ja um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns gegenseitig helfen, in die Kraft zu kommen, damit wir nicht mittelmäßig bleiben, sondern High Performer, wie das die Engländer immer so nennen. Gerald, der Wille ist ja bei vielen da, aber es ist doch so, dass viele geprägt sind, verletzt sind, Kindheit etc., diese Geschichten. Wie könnte man denn da mit sich selbst ein bisschen, das Liebevoll ist dir zum Beispiel so wichtig, wie kommt man so eine Art Selbstheilung schaffen oder selbst zu reflektieren, dass man einfach in Themen der Selbsterkenntnis einfach mehr hineingeht und sich traut, zum Beispiel zu fühlen? Wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir Unternehmer interviewt haben, die es irgendwie gut hingekriegt haben. Kulturwandel in Unternehmen hieß das. Und dann haben wir die gefragt, wie sie es gemacht haben, und dann haben wir festgestellt, jeder hat es anders gemacht. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass das alles
Unternehmer waren, erstens nur von mittelständigen, also inhabergeführten Unternehmen. Als in DAX-Unternehmen geht das überhaupt nicht. Das sind auch gar keine Führungskräfte, die da oben sitzen. Das sind ja selbst nur Befehlsempfänger von ihren Aktionären und müssen alle Vierteljahre müssen sie das alles abrechnen. Aber so ein mittelständiges, inhabergeführtes Unternehmen, da kann der Inhaber tatsächlich was machen. Und da findet man es auch gelegentlich, dass so ein Kulturwandel vollzogen wird. Und wenn man dann fragt, wer hat denn das gemacht? Und wie ist denn das möglich gewesen? Dann merkt man, es gibt Menschen, ja, ich weiß nicht, es gibt Menschen, die mögen andere Menschen. Und wenn man dann fragt, warum, wie kommt denn, dass die andere Menschen mögen, dann stellt man fest, die mögen sich selbst. Und zwar auf eine tiefe Weise, nicht dieses, ja, ich finde mich toll, sondern dieses, ich bin mit der Art und Weise, wie ich in der Welt bin, glücklich. Ja, und so eine Person kann auch auf andere Menschen zugehen und kann sie einladen und ermutigen, inspirieren, Erfahrungen zu machen, die diesen anderen Menschen helfen, zu verstehen, wie zauberhaft dieses Leben ist und wie schön es ist, wenn man sich für irgendwas anstrengt. Aber das kann natürlich keiner, der als Pflichterfüller hier unterwegs ist und seinen Job nur deshalb macht, weil er das Unternehmen so führen will, dass er möglichst viel Profit einheimst. Am Ende war es überall so, dass diejenigen, die so unterwegs waren mit dieser Menschlichkeit, die sich also selbst mochten und deshalb ihre Mitarbeiter irgendwie auch mochten, das waren auch die Erfolgreichen. Wir haben die ja eigentlich nach dem Kriterium, welches Unternehmen ist denn besonders auffallend erfolgreich gewesen, ausgesucht. Und dann haben wir festgestellt, die hatten alle eine andere Kultur, eine andere Unternehmenskultur, und die war geprägt von dem, was wir heute gehört haben und was die Erika eben auch nochmal so schön beschrieben hat. Ja, geht. Es geht. Man muss es nur anders machen. Und man muss sich vielleicht auch von den alten Rezepten aus dem letzten Jahrhundert endlich mal verabschieden. Damit kriegt man, mit diesem alten kriegt man Maschinenbediener, ne? Die also, wenn man ihnen sagt, was sie machen sollen, den ganzen Tag irgendeinen Hebel runterziehen oder am Band stehen. Das sind ja alles Tätigkeiten, gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute braucht man doch Menschen, die mitdenken, die sich einbringen, die Freude an dem haben, was sie tun. Und das ist mit den alten Führungsmethoden nicht mehr zu erreichen. Es ist interessant, Gerald, wir stellen so eine Art Selbsterniedrigung auch fest. Wir haben Außenwirkung, haben wir so eine Logotafel, und es kommt wirklich von den Unternehmern, die bedenken, bin ich menschlich genug? Kann ich das erfüllen? Entspreche diesen Status, ja, menschlich zu sein. Und da haben wir schon gesehen, dass die Definition, was ist menschlich, auch sehr interessant ist, weil der Sebastian zum Beispiel sagt, ja, Menschlichkeit ist für mich, dass ich mich auch zeige, wie ich bin, dass ich offener bin, dass ich nicht funktionieren muss wie ein Roboter, dass ich Gefühle habe, dass ich nicht immer gut drauf sein muss. Und der andere sagt, ja, ich muss mit der Ökonomie der Menschlichkeit ja alles ganz, ganz gut erfüllen und die Leistung hinbringen. Da laufen auch Glaubenssätze, was immer da hineinspielt. Hast du da einen Impuls, wie wir uns selbst leichter ermächtigen könnten, dass wir sagen, diese Co-Kreation, das gemeinsame Wirken des Mittelstandes ist eine riesige Kraft, aber es ist einfach eine Herausforderung, ja, diese gemeinsame Kraft in dem Sinn zu starten, weil es ganz, ganz viele Prägungen, Erfahrungen gibt, wo eben der Unternehmer, die Unternehmerin dann sagt, naja, aber ich weiß ja nicht. Es ist ganz besonders wie Nachhaltigkeit. Wo ich irgendwas im Außen produziere. Menschlichkeit ist viel intimer, und das wäre aber jetzt die ganz große Chance. Aber wie gesagt, mit der Situation, die wir teilweise erleben, eben, wo man sich selbst im Weg steht, denke ich. Ja, das ist mit der Menschlichkeit ein schwieriger Begriff. Wenn man mit manchen Leuten redet, dann sagen die, alles ist menschlich, auch die Hexenverbrennungen. Und auch die Kriegstreiber, das gehört zu unserer Natur, das gehört alles dazu und ist menschlich. Und da, glaube ich, muss man nochmal drüber nachdenken und muss sich dann mit der Frage befassen, was denn tatsächlich uns als Menschen von denen unterscheidet, also was uns sozusagen in das hineingeführt hat, was wir menschlich nennen. Und dann kann man relativ schnell feststellen, dass wir Menschen im Gegensatz zu manchen Tieren und auch allen anderen Arten
Wir brauchen andere. Uns gibt es nicht als Einzelwesen. Also das ist eine furchtbare Illusion und auch eine Ideologie, der wir da aufgesessen sind, wo uns immer erzählt worden ist, jeder ist für sich alleine, ja, und jeder muss sich gegenüber dem anderen behaupten. Das stimmt ja in Wirklichkeit nicht. Und wir wissen das ja tief in unserem Inneren, dass wir ohne andere gar nicht am Leben wären. Wir hätten nicht laufen gelernt, nicht sprechen gelernt, nicht Fahrrad fahren gelernt und könnten auch kein Bäcker sein und kein Landwirt und gar nichts, wenn wir nicht andere gehabt hätten, die uns gezeigt hätten, wie das geht. Und deshalb sind wir in einem unglaublichen Maße soziale Wesen. Und deshalb geht es aus meiner Sicht, wenn wir über Menschlichkeit reden, immer um die Frage, wie gehen Menschen miteinander um? Und diese Frage, das hatten wir vorhin schon angedeutet, kann nur so beantwortet werden, dass Menschlichkeit dort beginnt, wo Menschen einander als Subjekte begegnen und sich nicht gegenseitig zum Objekt ihrer Vorstellungen, Absichten, Ziele, ihrer Belehrungen und ihrer Bewertung und am Ende auch noch ihrer Maßnahmen machen und wenn sie 100-mal da auch noch Fördermaßnahmen dazu sagen. Und wenn man als Mensch zum Objekt gemacht wird, dann wird man sozusagen behandelt wie ein Kühlschrank oder wie ein Auto. Das sind Objekte. Und deshalb geht es auch nicht darum, dass wir unsere Beziehungen zueinander verbessern, sondern die Beziehung, ja, ist auch ein falsches Wort. Also der Vater, der seinen Sohn schlägt, hat ja zudem auch eine Beziehung. Und es gibt viele Leute, die haben eine sehr enge Beziehung zu ihrem Auto. Das heißt, Beziehung geht auch nicht. Und deshalb gibt es im Deutschen dann noch so einen anderen Begriff. Und der bringt es dann eigentlich. Das ist, wir müssten lernen, einander wieder zu begegnen. Begegnung wäre das Richtige, weil begegnen kann ich dir nur von Subjekt zu Subjekt. Dir kann ich begegnen und dazu muss ich mich öffnen, dazu muss ich dich ernst nehmen, dazu muss ich ein Interesse an dir haben und ein Interesse an dir kann ich nur haben, wenn ich dich auf irgendeine Art und Weise mag. Und dann können wir einander einladen, ja, über uns hinauszuwachsen. Wir können einander helfen, aus diesen Problemen, in denen wir stecken geblieben sind, wieder rauszufinden. Ja, das wäre dann, wir hätten dann ein unbedingtes Interesse daran, dass sich jeder von uns entfalten kann und das in uns angelegte Potenzial dann auch entfaltet. So, und das ist, das ist menschlich. Und alles andere kommt auch beim Menschen vor, weil sich Menschen auf eine furchtbare Art und Weise bisweilen verirren können. Aber ist die Verirrung nicht eher die Person? Ist das nicht die Ratio? Die Verirrung ist immer die Folge, dass jemand wie ein Objekt behandelt wird. Man kommt nicht als Verirrter auf die Welt, sondern man verirrt sich erst unterwegs, indem man von der Mama so behandelt wird, dass man die gar nicht mehr leiden kann und dann bereit ist, sich von dieser Mama total loszusagen. Man kommt auch nicht so zu der Welt, dass man bereit ist, für seinen Papa alles zu tun. Und dann auch den Beruf zu ergreifen, den der sich wünscht und sich dabei selber zu verbiegen. Das sind alles Verirrungen. Und dann sind Menschen, weil sie das immer wieder tun müssen, weil sie gegen ihren innersten Kern verstoßen, dann können sie sich am Ende selber nicht leiden. Weil sie sich zu oft selbst verletzt haben, mögen sie sich selber nicht mehr und dann hat man ein Riesenproblem. Am seltensten habe ich solche Menschen, die sich selbst nicht mögen, dort gefunden, wo die Menschen noch sehr eng mit der Natur verbunden sind. Deshalb freue ich mich auch, dass der Thomas mit dabei ist als Bauer. Denen geht es dann häufig so, dass die aus dieser Verbundenheit mit der Natur, das sind ja alles auch Lebewesen, mit denen die arbeiten, dann sind sie natürlich in dieser industriellen Landwirtschaft sehr leicht verführt, auf die Verirrung zu geraten, dass sie diese Tiere auch wie Objekte behandeln. Aber ich glaube, dass es dann eben auch innerhalb der Landwirtschaft immer andere gibt und ich nehme an, dass der Thomas dazugehört, die diese Tiere anders behandeln. Ich hätte noch eine Frage, Gerald, vorher. Du hast gesagt, Begegnung ist wichtig. Kann man im Tourismus auch sagen, es geht um Berührung oder geht es zu weit? Nee, das habe ich jetzt weggelassen, weil ich immer vermeiden muss, dass es zu viel wird, die uns hier zuhören. Die sind ja doch in einer anderen Welt und
da muss man die jedes Mal extra abholen. Also wenn wir über das Thema Menschlichkeit reden, müssten wir darüber reden, was uns von den digitalen Geräten unterscheidet. Früher haben wir überlegt, was uns sozusagen als Menschen von den Tieren unterscheidet. Da haben wir gesagt, es ist unser Verstand. So, und jetzt haben wir auf einmal digitale Geräte gebaut, die sind schlauer als wir. Dann nennen wir auch noch Artificial Intelligence und haben jetzt natürlich plötzlich das Problem, dass die kognitiven Fähigkeiten, auf die wir bisher so stolz waren, in diesen Geräten viel besser zum Ausdruck kommen als in uns. Jetzt haben wir sozusagen ein richtiges Problem, weil jetzt wissen wir nicht mehr richtig, was uns jetzt überhaupt von diesen Geräten unterscheidet. Und da kommt es jetzt, wir werden, damit wir uns nicht selbst am Ende als digitale Geräte betrachten, die wie Roboter und Automaten funktionieren sollen, werden wir uns auf das besinnen müssen, was uns von diesen digitalen Geräten unterscheidet. Und das ist unsere Berührbarkeit. Da wird es richtig interessant. Diese Geräte haben keine Bedürfnisse. Diese Geräte, weil sie keine Bedürfnisse haben, können auch keine Fantasie entwickeln, wie man ein Bedürfnis stillt. Weil sie keine Idee davon haben, wie man ein Bedürfnis stillt, haben sie auch keinen Willen, also diese Intentionalität, mit der man das dann auch umsetzt. Es sind eigentlich in der wunderbaren Weise sind die digitalen Geräte das Gegenteil dessen, was ein Mensch ist. Und wenn du über Menschlichkeit redest, kannst du eigentlich nur sagen, alles, was uns von diesen digitalen Geräten unterscheidet, ist menschlich. Und da sind wir jetzt wieder, also wenn wir anfangen würden, so perfekt wie diese Geräte zu funktionieren, dann hätten wir uns von unserer Menschlichkeit weit entfernt. Wenn wir keine Fehler mehr machen wollten wie die, wären wir keine Menschen mehr, dann wären wir Automaten. Und wenn wir uns künftig, wie das sich jetzt andeutet, unseren Kindern Tabletten geben, damit die möglichst gut funktionieren, weil sie, wie das jetzt neuerdings heißt, neurodivers sind. Und wenn sie die Tabletten nicht kriegen, manche Leute glauben, dass die dann alle möglichen Störungsbilder entwickeln, dann ist das ein Versuch, unsere Kinder zu Automaten zu machen, die immer nur optimal funktionieren wollen. Und das auch nur mit Hilfe von Tabletten. Das ist extrem verirrt, wenn Menschen auf solche Ideen kommen. Da haben sich Menschen selbst weit, weit in Richtung digitale Geräte hin entwickelt und ihre Menschlichkeit dabei schon unterwegs auf der Strecke gelassen. Auch das, was da in Silicon Valley überlegt wird, wie der Mensch der Zukunft mal aussehen soll mit irgendwelchen Chips im Hirn, das kann sich nur ein kranker Geist ausdenken. Einer, der nicht mehr begriffen hat, was uns sozusagen als Menschen eigentlich ausmacht. Da könnte ich jetzt lange reden, das ist eine traurige Geschichte, aber wir wollen ja lieber über die Unternehmer. Genau. Naja, Thomas. Und vor allem, wir wollen ja Realitätsgewinn schaffen. Künstliche Intelligenz, diese Dinge, Realitätsverlust, wie Joachim Bauer sagt, und wir sagen Realitätsgewinn, und das ist die soziale Komponente. Wir sind seelisch-geistige Wesen, und das, glaube ich, ist jetzt die ganz, ganz große Chance, dass man das auch zum Ausdruck bringt. Bevor wir zum Thomas gehen, Erika, eine Frage noch. Hast du an den Professor Hütter noch einen Impuls, vielleicht, oder eine Frage, was die größte Herausforderung ist bei euch, wo er vielleicht einen Impuls, einen Tipp oder so hätte im Management mit diesen vielen Mitarbeitern, Filialen immer wieder. Gibt es da was, was so eine brennende Frage wäre? Nein. er hat mich sehr bestärkt in dem Weg, den wir gehen. Und ich glaube, da bleiben wir ganz einfach dran. Und das Sinnstiftende, noch mehr das Sinnstiftende kommunizieren, und generell auch kommunizieren und kommunizieren nicht nur über Kommunikationsmitteln. Ja, also das tun wir aktuell auch. Wir versuchen, unsere interne Kommunikation wieder weg von den diversen Tools zu bekommen und anzurufen oder hinzufahren. Wenn ich vielleicht an der Stelle nochmal deutlich machen kann, was ich für die Zukunft des Tourismus erwarte. Und da komme ich auch nochmal auf den Sebastian zu. Und du mit deinen Bäckereifilialen könntest das ja genauso in Zukunft noch viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Wir brauchen in Zukunft immer mehr Orte der Begegnung. Mhm. Also nicht der Freizeitgestaltung, wo die alle nebeneinander her an irgendeiner Wand hochklettern, sondern wir brauchen Orte der Begegnung. Und ich wünsche mir so sehr, dass die ersten Hotels anfangen, damit zu werben, dass in ihrem Frühstücksraum kein Mensch alleine sitzen bleibt.
sondern dass man vom Hotel dafür sorgt, dass man sie fragt, wo, mit wem sie gern zusammensitzen würden, dass man die Tische groß macht, damit man also dann auch mit anderen Familien zusammensitzen kann. Und das kann man auch in diesen Bäckereifilialen, wo ihr den Kaffee austeilt. Und dass das alles Orte der Begegnung werden. Ich glaube, da ist man, erstens hat man ein Herausstellungsmerkmal, was einen sehr unterscheidet von dem bisherigen. Also das ist wieder gut fürs Geschäft, aber es wäre vor allen Dingen gut für die Welt, wenn es viel mehr solche Orte der Begegnung gäbe.